Schranke! Ich wage es, wozu habe ich denn die Fähigkeit? So, dafür, genau dafür. Und entweder ich habe jetzt massig Glück. Jawohl. Einsatzziele erreicht. Das, so läuft das, so muss das laufen, so. Ohne Probleme. Ich muss langsam mal meine Truppenstärke aufstocken. Es kommt nicht bald die Mission, da sind 4 einfach zu wenig. Eine beispielhafte Leistung. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. So. Verbesserte Feuerkontrolle. Schützen durch Feldposten haben keinen Abzug mehr bei der Zielgenauigkeit. Bonus von 15 Verteidigung auf während des Feldpostens. Ich hätte aber liebend gerne keinen Abzug mehr auf die Zielgenauigkeit. Und Gespräch bringt 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite und gibt ihm ein 10% Chance auf kritische Treffer pro Gegner in Sicht. Du bist auf Aggression ausgelegt. Das sieht man doch. So, die Schweber. Ja, die Schweber, die haben im Original von Microprose den Namen Treiber gehabt. Und sahen dort aus wie eine Version von... Ja, wie... Man erinnert ein bisschen an Magneto von den X-Men. Von der Aufmachung der Lieder. Helm, Umhang, auch recht lila gehalten. Oh, Illyrium. Sehr gut. Illyrium. 100 Alien-Legierungen. Sehr gut. Waffenfragmente, UFO-Energiequellen sind beschädigt. Die können wir gleich verkaufen. Das spült wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Ja, Satellitenverlegung. Das schaffe ich nicht bis dahin. Tut mir leid. Das wird nichts. Die Schweber. So. Da. Die sind beschädigt und Beschädigte können frei verkauft werden. Und das gibt satte $155 wieder in die Kasse. Jetzt gehe ich nochmal gerade in die Offizierschule und ich kann immer noch nicht die Truppenstärke vergrößern, weil mir immer noch eine... Ja, was fehlt mir? Weil mir immer noch was fehlt. Was setzen wir aufs Spiel, wenn wir Mensch und Maschine baue ich noch. Werden wir eine klare Grenze ziehen, die wir nicht bereit sind zu kann so noch nicht erreicht werden. Lassen wir sämtliches Kobel hinter uns und opfern all unsere Werte dem endgültigen. Was macht die Forschung? Forschung braucht noch ein bisschen. Ich wollte es schon wieder sagen, ich habe es gerade unterdrückt. Auf zur Weltkarte. So, da. Na, dafür habe ich es jetzt schon wieder gesagt, das ist wie so ein kleiner Tick. Das kommt schon unbewusst. Die Strahlenwaffen. Wir haben die Methoden untersucht, mit denen die Aliens Energieverbrauch und Wärmeableitung ihrer Waffe in den Griff bekommen und danach unsere eigenen Laserwaffen weiter verbessert, als wir es für möglich gehalten hätten. Bemerkenswerterweise haben wir jetzt einen funktionierenden Prototypen, der tragbar und leistungsstark ist. Eine Entwicklung, die wir noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätten. Auch wenn wir die Bündelungslinsen dafür etwas verkleinern mussten, haben erst jetzt keine Verringerung der Leistung oder Zielgenauigkeit ergeben. Hier ist auch wieder eine kleine Änderung im Gegensatz des Originales zu sehen. Im Original hat man jetzt erstmal die Strahlenwaffen erforscht als Hauptkategorie, muss danach Laserpistole, Lasergewehr und die anderen Laserwaffen nach und nach erforschen. Hier habe ich schon automatisch gleich die Laserpistole und das Lasergewehr zur Herstellung verfügbar. Das mache ich jetzt mal den Pulsbogen. Und jetzt hätte ich liebend gerne. Da fehlt mir die Ingenieure. Aber ich kann immerhin schon mal. 1, 2, 3, 4. Legierung habe ich nur. So. Machen wir ruhig mal 5. Und dafür fehlen mir Ingenieure. Ein Ingenieur. Ach, bitte. Unglaublich. Na dann, weiter. Schauplatz anzeigen. Über neue Entführung. Die Orte sind auf dem Holoclub markiert. Tja. Ich werde jetzt nach Südafrika gehen, denn... dort ist die Panik schon im gelben Rahmen und ich muss die einfach runtersinken können.
Dafür bekommen die jetzt schon mal von... Ja, das bleibt. Ach Quatsch, da hat ja gar keine Pistole, der Knabe. Gut, du bleibst. Die Scharfschützin. Kommt für mich schon mal die Laserpistole gesetzt. So wie der gute Mann hier. Reichweite Mittelbasis, Schaden 1 bis 3, kritische Chance 10, kritischer Schaden ist gegeben. Macht auf jeden Fall mehr Wumms als die taktische, Information als die Pistole an sich. Ich werde weiterhin keine Granaten nehmen, weil ich brauche diese zwei Medikits definitiv. Ein Medikit pro Einsatz für 4 Trupps sind sowieso schon recht wenig. Dementsprechend muss ich da was gegen tun. Und den Angriff beginnen. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Neuesten Meldungen zufolge operieren die Aliens innerhalb des Stadtgebietes. Wir müssen da runter und die Gegend so schnell wie möglich sichern. So, zum Glück ist es noch kein Terroreinsatz. Oh, ich freue mich schon auf die Chrysaliden. Oh, das wird ein Spaß, wird ein Albtraum, wird das. Ich habe schon damals gehasst. Da sind selbst die Mutonen noch sehr ertragungsreich. Auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Tja, jetzt ist die Frage. Levelgrenze erreicht. Also geht es sowieso nur in die Richtung dann weiter. Erster Behälter gesichtet. Ein bisschen Deckung schadet nicht. Den hätte ich gerne hier. Da sind sie schon. So einfach geht das. Und bitte triff. Ja, danke. Ein Hoch auf Laserwaffen. Einen anderen habe ich jetzt. Ja, ich habe mich mit einer 53-prozentigen Trefferchance. Ich probiere es einfach. Gut, das hat jetzt nicht geklappt. Ich mache jetzt einfach mal Sturm und Schuss. Stürme praktischerweise jetzt dahin. Oh nein, warum habe ich das getan? Ah, ich bin auch selber dran. Bitte, Leute, macht sowas nicht noch. Macht mir sowas nicht nach. Das war eine taktisch dürfte Fehler, den ich hätte machen können. Nur um den über den Haufen zu knallen. So. Der ist vorgelagert. Ich kann keine richtige Deckung geben. Er wird gleich stranguliert. Scheibenkleister, Scheibenkleister, Scheibenkleister. Mist, 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 Staffel, dreifach Mist. Dabei war ich gerade stolz auf meine Bilanz. Da. Da kommt schon der Erste und der wird mich wahrscheinlich gut im Sichtfeld haben. Oh, daneben. Danke, danke. Oh nein. Oh. Oh. Ja dann. Nein, das ist nicht wahr. Das wird ein Katastrophenstart. Das wird katastrophal gleich. So. Bitte triff ihn. Danke. Und sie hat natürlich in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise, die Möglichkeit, also Feldposten. Bitte, 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 bitte triff. 2 Schaden. Ach, das ist doch nicht dein Ernst.
Ihn habe ich noch. Tja. Oh. Tu mir den Gefallen und triff. Danke. Zwei weniger im Spiel. Da hinten sind noch mindestens 2, 3. Und das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Und daneben geschossen. Bitte. Vive la France. So, der stranguliert mich jetzt. Ich muss so schnell wie möglich da runterholen. Mist, 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 Mist. Und alles nur, weil ich diesen Behälter haben wollte. Friedhöfe sind ja auch so dermaßen mistig für sowas. Der muss weg. Gut. Allein schon das Treffen hat gereicht. Ich kümmere mich jetzt aber erstmal lieber um diese Möglichkeit. Ich bin gerade so ein bisschen entsetzt, möchte ich offen gestehen. So. Dich nur aus dem Verkehr. Und tu dir selbst einen Gefallen und triff ihn bitte. Natürlich nicht. Gut, da bin ich noch nicht ganz so besorgniserregt. Er verschwindet? Verschwindet er wirklich? Der Sucher verschwindet? Mistbiester. Und leergeschossen. Ich könnte aber da hingehen. Das mache ich auch und verpasse ihm jetzt meinen kräftigen Wumms. Mit dem kinetischen Schlag. So. Damit haben wir auch gleich die Skulptur, dieses Gebildnis erwischt. 77. Nein. Du bist dran. Und jetzt triff, was das Zeug hält. Was macht ihr da eigentlich? Ringelpiez mit anfassen? So geht das. Das ist definitiv noch ein Sucher hier. Der wird gleich kommen. Oder nicht. Auf jeden Fall ist nun sich Behältnis 1 gesichert. Nachladen. 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 Und nachladen. Total leer geschossen. So. Du kannst doch hoffentlich was tun. Und dieses Biest da runterschießen. Sehr gut. Oh, das war der letzte. Ich habe keinen verloren, aber wenigstens gut sind. Verletzt, aber immerhin kein Verlust. Das ist gut gelaufen, finde ich.